Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu L.A. Noire. Wir sind nicht mehr Cole Phelps, wir sind Jack Kelso und müssen uns jetzt um die Kundin kümmern. Und wir haben den Brief vor uns liegen, den sie mitgebracht hat, wo sie als Begünstigte der Lebensversicherung eingetragen ist. Und wir lesen jetzt mal diesen Brief. Elda Lichtmann, bla bla bla. Adresse ist ja nicht so interessant. 23. September 47. Sehr geehrte Miss Lichtmann, bezüglich der Angelegenheit Policenummer bla 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 und dem plötzlichen Tod von Mr. Louis Jan Buchwalter informiere ich Sie in diesem Schreiben darüber, dass Sie zur alleinigen Anspruchsberechtigten von Mr. Buchwalters Abfindung wurden. Beigefügt finden Sie einen Scheck über $20.000, den maximal auszahlbaren Betrag nach Klausel 4a. Der Lifecare-Risikolebensversicherung von Mr. Buchwalter. Wenn Sie den Auszahlungsbetrag anfechten möchten, melden Sie sich bitte per postalischer Rückantwort oder telefonisch während unserer Geschäftszeiten bei unserem Verwaltungsbüro. Mit Beileidsbekundung Clarence W. Fleming, Schadensprüfer, California Feuer und Lebensversicherung. Na, zahlen Sie den Betrag von $20.000 an Elsa Lichtmann aus. $20.000 zu der Zeit. There's no need to come into the office, Miss Lichtmann. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. Alter Schalter. I don't accept the settlement. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay, let me get the case file. Der Jack, der es nicht aushält, wenn etwas faul ist. Mit L kannst du Einträge lesen, mit A wählst du sie aus. Aha. There's got to be more in these files. Ja, wahrscheinlich. Bla 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 bla. Betreff Versicherungspolicenummer bla bla bla. Louis Buchwalter verstarb beim Ausführen einer Tätigkeit für Elysian Fields Development, als das Dach des Hauses, an dem er gerade arbeitete, einstürzte. Am Dienstag, den 28. Januar, um ca. 8.30 Uhr morgens, stieg Mr. Buchwalter auf die Dachkonstruktion eines Hauses im Normandie Avenue Baugebiet, als ein Fehler im Fürstbalken diese zum Nachgeben brachte. Zeugen zufolge rutschte Mr. Buchwalter aus und versuchte, sich aufzurichten, indem er sich an einem Deckensparren festhielt. Dieser brach jedoch. Mr. Buchwalter fiel aus ungefähr 7 Metern Höhe auf den Boden. Sein Fallgewicht führte dazu, dass mehrere Deckenbalken zerbrachen und zusammen mit einem Teil des vorgefertigten Dachstuhls nach innen fielen. Eine spätere Autopsie ergab, dass Mr. Buchwalter einen Schädelbruch erlitt, der vermutlich entstand, als er mit dem Kopf auf einem der Dachbalken aufschlug. Die herunterfallenden Holzteile führten zu schwerwiegenden inneren Verletzungen und er verstarb ungefähr 10 Minuten nach dem Dacheinsturz an inneren Blutungen. Unabhängige Gutachten des Fürstbalkens und Dachstuhls ergaben, dass Mängel am Holz vor der Installation nicht erkennbar waren. Zeugen berichten, dass Mr. Buchwalter alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte oder so. Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Louis Jan Buchwalter eindeutig ein unvermeidbarer Arbeitsunfall, bei dem Elysian Fields Developments keine Schuld trifft. Die Versicherungssumme dieser Police sollte in vollem Umfang, Mann, was ist los, an die angegebenen Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Timothy Lee, leitender Versicherungsermittler, 1. März 47. Sounds like your friend took a hell of a fall. I'm sorry for your loss. Aber das ist alles? Wir können nicht noch weiter umblättern. Was ist das denn? Eigentumsübersicht. Versicherer California Feuer und Lebensversicherung, Policenummer bla bla bla. Eigentümer Elysian Fields Developments, Eigentumsadresse.
Kann ich irgendwie hier was antippen? Aha. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Jetzt machen wir dasselbe als Jack Kelso. Interessant. Strittige Versicherungsauszahlung. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Das glauben wir ihr. What are you talking about, Ms. Lichtman? This was an industrial accident. How do you know that? Because it says right here in black and white. Do you believe everything that you read, Mr. Kelso? Mist. Verbindungen zu Buchwalter. Ich habe immer Buchwalter gesagt, weil es ja, glaube ich, auch ein Deutscher war. Buckwalter. You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. Tja. Anzweifeln? You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. Aha, Grund für Disput. So the roof collapsed. Accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Ms. Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Das ist ja wohl die Wahrheit. I'm intrigued, Ms. Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Ms. Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Ms. Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Ms. Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address, but not the phone number. Hä? Was geht denn mit dem ab? Will er die jetzt auch noch klar machen? Wieso fährt denn, ich meine, die sieht nicht schlecht aus, aber dass jeder so auf die abfährt, ist ja mal krass, die gute Elsa. Jack, 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 das ist schon Coles, ja genau, nochmal einen schönen Dead Ass. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack, upstairs. Okay. Come on, I'll walk you up. Ja, ja, ich komme ja schon. Aber Jack, halte dich von Elsa fern, die hat schon Coles Ehre, Ehe, nicht Ehre, ja Ehre auch, aber Ehe zerstört. Jetzt darf er die wenigstens mal als Freundin behalten, ja? Wir spannen sie ihm jetzt nicht aus. Geh mal ein bisschen schneller, Tante. Wahrscheinlich ist es hier das Büro mit der goldenen... Ne? Ja, der scheint unglaublich viel zu tun zu haben. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lichtman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think of it. She's the beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Ms. Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that she's a very highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. Deal with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack.
Fine. You know I have the greatest confidence in you. Weil er auch sonst schon so viel tut, wie zum Beispiel neue Putter im Büro ausprobieren. Oh, ey. Solche Menschen mag ich ja wie ein zweites Arschloch. Und so nötig hat unsere Gesellschaft auch solche Menschen. Nicht nur damals, schon auch heute noch. Your car, Mr. Kelso. Ach, jetzt muss ich wieder selber fahren. Thanks, ach so. Ah, zu deinem nächsten Spiel Ziel zu springen. Boing. Ich halte Y gedrückt. Ich halte es immer noch. Ich halte, 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 halte. Jetzt habe ich losgelassen. Ah, und wir fahren. Na, wunderbar. Kann ich ja meine Einstellung beibehalten, dass ich nicht mehr selber fahre, außer es ist halt für eine Aufgabe notwendig. Elysian Fields Gelände, 11.18 Uhr, vormittags. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, dass ich mit Jack Kelso gespielt habe. Aha, hier. Auch bei ihm rödelt die Musik. Ding Dong. Was haben wir denn da? Wallraven Eisenwaren und Baubedarf. 2717 Fletcher Drive, Los Angeles, Kalifornien. Kunde Elysian Fields. Lieferadresse Baustelle 4105 Council Street. Gelieferte Ware Portland Zement 2 Tonnen. Fundamentstand grob 8 Tonnen. What? Ein Viertel Zoll klassierter Zuschlagstoff 16 Tonnen. What the fuck? Aha. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Aha. Gut, dass du weißt, wie man Zement anmischt, weil ich wüsste das jetzt nicht so auf Anhieb. Da liegt noch was. Da liegen sogar zwei Sachen. Erstmal das Große angucken. Stadt Los Angeles Bau- und Sicherheitsbehörde. Abrissauftrag. Die Stadt Los Angeles verordnet hiermit gemäß Abschnitt 191 Teil 1 Paragraph A der Bauverordnung von Kalifornien, dass jeglicher Baufortschritt an der Normandie Avenue Siedlung, der mit dem Vorfall am 28.01.47 zu tun hat, unverzüglich abgerissen und das gesamte Baumaterial von der Baustelle entfernt wird. Datum des Bescheids 22. September 47. Bulldozing and starting again. Was haben wir da als kleines Zettelchen noch? Elysian Fields 748 North Oxford Avenue, Wiltshire. Empfangsadresse Elysian Fields Development Baubüro 4105 Council Street. Empfänger Frank Ostermann von Leland Monroe betreff Bauverlauf. Verzögerungen werden nicht geduldet. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. Nee, scheinbar nicht. Ja, da hört die Musik auf. Hey! You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off! I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Oh nein. Looks like you do. Oh, wie ging das noch? Ah, das war richtig. Das war richtig. Nee, das war richtig. Paf, 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 paf. Was macht das hier? Ah, das macht Ausweichen. Okay. Aua. Take another step. Ich will nicht ausweichen, ich will draufhauen. Los. Ah, ich wollte gerade fragen, hast du genug? Aber scheinbar nicht jetzt. I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and three houses down to the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Wer jetzt noch große Worte spucken oder was? Hast gerade von mir eine ganz schöne Packung kassiert. Du Spakulette. So, zum zerstörten Haus fahren wir. Kann ja nicht so weit sein. Aber wir lassen uns fahren. Von uns selbst. Los Angeles. Los Angeles? Oh. Zerstört das Elysian Fields Haus. The place falls down and then they bulldoze it. What gives here? What gives? Warum ist hier ein Fähnchen? Not for construction use?
Bitte? Das ist aber kein Hinweis. Okay. Ich finde das interessant, dass da steht nicht für, für Baubedarf sozusagen, also nicht zum Bauen geeignet. Da muss ich erst das Richtige finden, wo das richtig rum draufsteht, damit Jack Kelso es auch lesen kann. Das kann natürlich sein. Machen wir alle Fähnchen ab hier. Ach, hier ist nichts. Doch. Ding dong, ich höre es doch. Ich höre und spüre es in meiner Hand. So. Na, hä? What the hell? Ich würde es mir... Okay. Let's try to piece this together. Ach, jetzt muss ich es zusammensetzen. Aha. I swear. Nee, so that's nicht. Not right. Nein, das stimmt nicht. Wir haben da Keys stehen, also brauchen wir das hier. Keystone Films. Try that again, asshole. Keystone Films? Who gets their lumber from a film studio? Elysian Fields scheinbar. Ist das der Typ, den wir gerade verprügelt haben? Ah! Schieß auf den Fahrer. Bitch. Der ist da hinter mir. Wie soll ich denn schießen? Lauf! Lauf, Jake! Oh, shit! Ja, oh, shit allerdings. Lauf, Jake! Aha! Come on, Jack! Hä? Warum auch immer Jack jetzt gerade gestorben ist, wir werden in der nächsten Folge noch einmal versuchen, vor diesem wahnsinnigen Baggerfahrer wegzulaufen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen!